Oder andere Demos unterwegs und ich bin ein bisschen traurig, dass bei euch hier gar keine Antifa ist irgendwie. Ich freue mich immer, wenn die da sind. Ich war mal in Basel irgendwie, das war so eine Drei-Länder-Demo, Schweiz, Österreich, Schweiz, Deutschland und Frankreich. Und da waren sie dann, die mal vermummten und die haben dann gebrüllt und ich habe dann mal mein Wort an sie von der Bühne aus, das Mikrofon mal, habe mich an sie gewandt und habe sie mal gefragt, sag mal Jungs, kann es sein, dass man euch irgendwie so Hass eingeübt hat auf einen Teil der Bevölkerung? Es gab schon mal, schon eine Weile her, aber da war es auch mit Hass. Und Hass ist kein Moment von Demokratie, sondern aber eine Grundvoraussetzung für Faschismus. Hat mit Demokratie gar nichts zu tun, so Hass. Und kann es sein, dass ihr vielleicht Beifall klatschen würdet, wenn Typen wie ich jetzt so in Lager verbracht werden würden? Und wenn es noch nicht so weit ist, kann es sein, dass es noch eine Weile nicht mehr lange dauern kann, wenn nur noch ein bisschen weiter entmenschlicht wird, wenn weiter gesagt wird, dass ein Teil der Bevölkerung, also Ratten, Ungeziefer,
der Blinddarm der Gesellschaft, ein Haufen Scheiße. Entmenschlichung führt immer zum Tod. Das ist keine Frage ob, sondern eine Frage wann. Sich irgendjemand findet, um den Haufen Scheiße zu beseitigen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und könnte es sein, dass ihr vielleicht auch meine Bücher verbrennen würdet, wenn ich jetzt so Schriftsteller wäre? Und überhaupt, wieso nennt ihr euch Antifaschisten? Ihr wollt wieder gegen Russland kämpfen? Ihr wollt die Pressefreiheit wegmachen? Ihr wollt die Meinungsfreiheit wegkriegen? Ihr entmenschlicht Mitbürger? Was genau unterscheidet euch eigentlich von Faschisten? Wo genau ist da der Unterschied? Ich meine, ich will jetzt nicht rumwichsen, aber es gibt ja mal Definitionen und man kann ja nachgucken. Ich stelle ja nur fest, was da steht. Also ihr verhaltet euch exakt wie die Typen vor 80 Jahren, aber exakt. Und auch damals war es das RKI übrigens, das wissenschaftlichen Unfug betrieben hat. Damals war es Rassenkunde und Euthanasie. Heute ist es dann, Kranke, die keine Symptome hatten, zum Beispiel. Das ist ganz neu. Du hast nichts, aber du bist halt ein Kranker. Ne? So, also so wissenschaftlichen, kompletten Blödsinn, das ist klar, weil RKI war auch schon damals weisungsgebunden. Und ja, man kann damit viel Angst machen. Ich weiß nicht, wie dumm man überhaupt sein muss, um zu verstehen, dass man rechts nicht bekämpfen kann, wenn man die Demokratie retten will. So blöd kann man ja nicht sein. Man kann ja nicht einen Teil des demokratischen Spektrums wegnehmen, um dann zu sagen, yeah, jetzt haben wir eine Demokratie. Das ist keine Demokratie, das ist eine linke Diktatur. Ja, und weil das so ist, müssen wir einfach das Maul aufmachen und einfach immer sagen, was wir denken, dann passiert es euch vielleicht wie mir, dann habt ihr ein paar Restriktionen, aber dann, es wird nicht besser, wenn wir es morgen nicht aufmachen. Das ist einfach Fakt. Wir müssen einfach was machen und es wird einfach nach und nach schlechter. Wie der Spruch damals, als die Nazis die Kommunisten gejagt haben, da haben viele gesagt, ich bin ja kein Kommunist. Ja, dann lass die doch. Aber irgendwann geht es dann an die Nächsten und an die Nächsten. Also man muss einfach am Anfang schon irgendwie den Dingen entgegentreten und Diktaturen entstehen durch Enthaltung und Demokratien durch Beteiligung. Das ist ganz wichtig. Ja? Und ich bin, in der Zeitung stand ja hier, ich bin der umstrittene Sänger Stefan Krehe. Und wir wissen ja alle, was in der Zeitung steht, das stimmt. Und ich wollte nur sagen, ich bin kein Reichsbürger, ich bin ein mehr Reichsbürger. Ich nehme meine Pflichten als Bürger wahr. Ich bin einfach eigentlich der Bürger in einer Demokratie, der also die Diktatur, die Oberen, die Macht kritisiert, hinterfragt und sie nicht gewähren lässt. Das ist einfach die Aufgabe eines Bürgers. Wir sind diejenigen, die bezahlen und die sollen eigentlich das machen, was wir wollen und nicht das, was die wollen, sollten wir nicht machen. Das ist völlig falsch verstanden irgendwie. Und also muss der Song her, wie immer, wenn mich was nervt. Meine Meinung. Niemand wird mir sagen, wie ich zu leben habe. Ich meine immer alles so, wie ich es sage. Keiner kontrolliert mich, niemand verbietet mir das Wort. Ich folge nicht der Masse, ich hab meinen eigenen Kopf. Das ist meine Meinung, die lass ich mir nicht nehmen. Ich gehe meinen Weg, ich lebe mein Leben, ich lebe nach meinen Regeln. Ich schweige nicht mit Lämmern, das hab ich mir geschworen. Um jedem zu gefallen, hat man mich nicht geboren. Ich brauche keinen Vormund, der mir die Richtung zeigt. Wenn ich anderen nicht genüge, dann tut es mir nicht leid. Das ist meine Meinung, die lass ich mir nicht nehmen. Ich gehe meinen Weg, ich lebe mein Leben, ich lebe mein Leben.
lasse mich nicht lenken, ich bleibe niemals stumm. Ich lass nicht für mich denken und frag nach dem Warum, 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 warum. Das ist meine Meinung, die lass ich mir nicht nehmen. Ich geh meinen Weg, ich lebe mein Leben, ich leb nach meinen Regeln. Das ist mein Weg, das ist mein Leben, das sind meine Regeln. Dankeschön. Ich leide an einer ganz seltenen Krankheit, ich leide an verbaler Inkontinenz und bei mir kommt es einfach immer so raus. Und ich bin einer der 95% Minderheit, die Gendern total bekloppt finden. Aber das sind wir in einer Minderheit. Da gibt's. Ich frage mich, seit wann ist es eigentlich üblich, dass in einer Demokratie die Minderheit festlegt, wie die Mehrheit zu essen, zu fahren, zu rauchen, zu leben, zu Urlaub machen, zu was weiß ich was hat? Und wenn überhaupt, wenn es Political Correctness geben sollte, dann müsste die in der Demokratie doch eigentlich von allen festgelegt werden und nicht von einer prozentualen Minderheit, oder? Also ich frage ja nur für einen Freund, ich bin jetzt... Ich mache es ja so, ich tue ja immer noch so, als ob ich in einer Demokratie lebe. Einfach so, weißt du? Weil in einer Demokratie kannst du alles sagen. Da kannst du alles meinen, kannst du alles sagen, kannst du alles wollen. Du kannst auch wollen, dass Pittiplatsch zum Papst wird. Du kannst alles. Du darfst keine Gesetze brechen. Das ist alles. Ja? Du kannst auch ein Reichsbürger sein, du kannst auch den Staat ablehnen. Du kannst alles, alles kannst du. Aber du darfst keine Gesetze brechen. Und deshalb tue ich gerne so, als wäre ich weiter in der Demokratie. Also für mich hat sich nichts geändert. Ich sage immer, was ich denke. Und wenn andere damit ein Problem haben, ist es nicht mein Problem, das ist dann ihr Problem. Und ich mache nicht ihr Problem zu meinem Problem. Die können mich am Arsch lecken. Und ich werde auch gefragt, warum ich den Mist hier mache, warum ich das große Maul habe und eigentlich meine Karriere damit versaue. Aber ich sage immer, du kannst nicht zu dem hingehen, der es richtig macht und sagen, er soll es anders machen. Als erstes. Du müsstest eigentlich das so machen, wie ich es tue. Denn wenn alle so handeln würden wie ich, hätten wir nicht mal Corona gehabt. Bei mir war alles okay. Ja? Aber eigentlich mache ich es. Ich habe einen Sohn und ich möchte nicht, dass er mich irgendwann mal fragt, was hast du damals gemacht? Warum hast du nichts dagegen getan? Ich will in den Spiegel gucken und da ist jetzt nicht so wichtig, ob ich jetzt Lackschuhe habe oder barfuß bin. Ich fühle mich barfuß besser, aber ich kann gerade laufen und ich kann in den Spiegel gucken. Das ist mir wichtiger. Und der Song hier ist für meinen Sohn. Leg deine Hand in meine, leg deinen Kopf auf meine Brust. Komm zum Lachen oder Weinen, du findest immer, was du suchst. Ich hab oft gezweifelt, wusste nicht, was ich will. Worte können nicht beschreiben, was ich für dich fühl. Ich erklär dir das Leben, so dass du es verstehst. Damit du meine Fehler so nicht nochmal begehst. Ich werd für dich da sein, wann immer du mich brauchst. Jetzt schließ deine Augen, ich deck dich zu mit Sternenstaub. Flieg in Träumen mit Engeln, besuch den Mann im Mond. Ich werd hier sein, auf dich warten, du bist mein Blut. Du bist mein Sohn. In meinem Universum bist du der allerhellste Stern. Ich werd dich beschützen, halt das Böse von dir fern. Will dir Vater, will dir Freund sein, kannst mir alles anvertrauen. Werd dir auf weiten Weg einfach goldene Brücken bauen. Lerne aus meinen Fehlern, sei dein eigener Held. Ich werde
dich begleiten bis ans Ende der Welt. Ich werde für dich da sein, wann immer du mich brauchst. Jetzt schließ deine Augen, ich deck dich zu mit Sternenstaub. Flieg in Träumen mit Engeln, besuch den Mann im Mond. Ich werd hier sein, auf dich warten, du bist mein Blut. Später.